Frau Dr. Bernardi-Glatz, einer Ihrer Beratungsschwerpunkte ist Franchising und Sie unterstützen da auch Unternehmen, die gern Franchise gründen möchten. Als Co-Autorin auch des Franchise-Leitfadens der Wirtschaftskammer geben Sie seit vielen Jahren schon Tipps, nicht nur als Franchise-Geber, sondern auch für künftige Franchise-Nehmer. Was zeichnet denn das Kooperationsmodell Franchising aus? Ja, danke für Ihre Fragen. Franchising ist grundsätzlich die intensivste Form einer Zusammenarbeit von selbstständigen Unternehmen und Unternehmerinnen. Wir sprechen manchmal sogar von Geschäftsehe auf Zeit. Wer sind die beteiligten Partner? Das ist auf der einen Seite der Franchise-Geber, der sein Know-how, seine Marke, sein Betriebskonzept selbstständigen Partnern zur Nutzung überlässt für die Dauer des Franchise-Vertrages. Auf der anderen Seite sind es die Franchise-Nehmer, die eben nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet sind, dieses Know-how nach den Vorgaben des Franchise-Gebers auch zu nutzen. Ihr Leistungsbeitrag besteht darin, dass sie Arbeitseinsatz, Informationsleistung, Kundenbetreuung schlechthin machen und vor allem auch ihr finanzieller Einsatz betrifft die systemspezifischen Investitionen und normalerweise, üblicherweise auch die Franchise-Gebühren. Das heißt, Arbeitsteilung auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein einheitlicher Marktauftritt sind die Wesensmerkmale im Franchising und damit können wir leichter Kostenersparnis und Profilierungsmöglichkeit erzielen. Von welchen Größenordnungen sprechen wir da in Österreich, wenn es um den Franchise-Markt geht? Also die letzten Zahlen von Untersuchungen stammen aus dem Jahr 2011 vom Institut KMU-Forschung Austria. Demnach sind in Österreich 420 Systeme mit etwa 6.700 Franchise-Nehmern an etwa 8.000 Standorten etabliert. Wir sprechen von einer positiven Zukunft, also der Markt ist im Wachsen. Die Systeme erzielen insgesamt einen Umsatz von 8 Milliarden, also das ist der letzte Wert, mit rund 60.000 Beschäftigten. Die Systeme gehören vorwiegend, nämlich knapp zu 45% dem Handelssektor in Österreich an, 30% in etwa dem Dienstleistungsbereich, rund 10% der Gastronomie-Hotellerie und der verbleibende Rest entfällt auf Systeme des Produktionssektors. Dreimal Win mit Franchising, das soll heißen, dass neben den Franchise-Gebern und Nehmern auch die Kunden daraus einen Nutzen ziehen. Können erfolgreiche Franchise-Geber ihren zukünftigen Franchise-Nehmern eine Erfolgsgarantie geben, wenn sie sich ihrem System anschließen? Nein, ein Franchise-Geber kann niemals eine Erfolgsgarantie geben, das wäre sicherlich unseriös. Sehr wohl aber können sich Franchise-Nehmer erwarten, dass sie aus dem System, vom Systembeitritt einen Nutzen ziehen. Und das nicht nur zu Beginn der Geschäftstätigkeit, wo eben bereits ein fertiges Konzept übernommen wird, sondern auch im weiteren Verlauf der Partnerschaft, wo der starke Partner im Hintergrund steht, wenn Not am Mann. Grundsätzlich ist zu beachten, dass Franchise-Geber eine Menge an Vorleistungen zur Verfügung stellen müssen, bevor sie schließlich das System und auch alle Systempartner zum Erfolg führen können. Kurzum, auch im Franchising will Erfolg harte Arbeit sein.